So, hallo meine Sonnenfreunde. Heute gibt es mal ein anderes Video, ein Unboxing. Ich weiß, es gibt schon hunderte von dem Detektor, aber ich freue mich so auf das Gerät, dass ich euch das jetzt schnell einmal zeigen wollte, im Schnellverfahren. Also als erstes möchte ich mich bei meinem Sponsor bedanken, beim Internationalen Detektor Center, International Detector Center, die mich unterstützen und denen ich auch den Detektor zu verdanken habe. So, dann schauen wir mal. Ah, hier haben wir die Handschlaufe, die Befestigung von den Spulen. Eine schöne Kappe ist auch mit dabei. Dann haben wir hier diesen Ersatzakku, weil ich habe das Pro-Paket genommen. Ich habe praktisch einen Ersatzakku mit dabei, den ich laden kann, mit dabei haben kann, im Rucksack oder so. Und wenn ich mal wirklich so lang beim Sonnen bin, dass mir die Zeit nicht mehr oder der Akku nicht mehr reicht, dann kann ich einfach tauschen und einen Ersatzakku reinstecken. So, hier sind die Kopfhörer. Von denen habe ich auch nur Gutes gehört. Da fliegt mir gleich das USB-Teil weg. Sind auch Bluetooth gesteuert. Kann man mal testen. Ja, fühlen sich gut an, wenn man die über längere Zeit trägt. Glaube ich, ist recht angenehm. In einem schönen Säckchen mit drin. Dann hier das hochgelobte Carbon-Gestänge. Da hört man nur Gutes davon. Bin ich gespannt, weil ich habe jetzt den Quest Q30 und da bin ich mit dem Gestänge ehrlich gesagt nicht zufrieden. Nicht so zufrieden, wobei ich mit dem Q30 eigentlich sehr zufrieden bin. Ist ein sehr gutes Einsteigermodell. So, dann schauen wir mal wieder. Mit einem Grund, warum ich das Pro-Paket wollte, ist die kleine Spule. Weil ich finde die total Hammer für einen Strand oder Sand oder sowas. Ich habe noch nie mit so einer kleinen Spule gesondert, da bin ich komplett gespannt drauf. So, dann schauen wir mal, wie der Griff festgemacht ist. So, das ist jetzt praktisch das Hauptteil. Ja, ich freue mich so auf das Gerät, ohne Schmarrn. Den Griff schwärmen auch alle. Oh, der liegt wirklich gut in der Hand. Das Display finde ich auch ist schön groß, größer als beim Q30. Mal auf die Seite legen. Und zu guter Letzt haben wir noch die große Spule. Die ist auch größer wie die von Q30, Quest Q30. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich nehme euch auf alle Fälle mit, wenn ich das erste Mal beim Sonnen bin. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, mache ich kein riesen Unboxing-Video, weil da gibt es Tausende im Internet. Aber ich wollte euch einfach mit dazu holen, wie ich das auspacke, das Gerät. Der erste Eindruck ist von der Verpackung her super. Fässt sich alles gut an, finde ich total cool. Ich werde jetzt alles zusammenbauen, aufladen und wenn das Wetter morgen passt, dann nehme ich euch mit beim Sonnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ist ein bisschen kürzeres heute. Und wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da oder vielleicht sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Sonnenmann.